So. Was seid ihr denn? Knochenlager! Eurynomus! Was zum Teufel? Was seid denn ihr für süße Zeitgenossen? Dämonen, so so. Ja, ihr haltet ja nicht viel aus. Ja, was geht denn schon wieder vor sich? Und runter da, wo die Nächsten sind. Und irgendeine Fledermaus. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Eurynomus und eine Höhlenfledermaus. Ja, eine wahnsinnige Bestie. Fledermauszahn, was kann denn der? Wo ist er denn? Hier irgendwo. Erweiterungskomponente. Der hohle Reißzahn einer Höhlenfledermaus kann alle Waffen erweitern. 6 Lebensentzug für 3 Sekunden. Ja, fett. Warte mal, das können wir auch benutzen. Aber ich weiß halt immer noch nicht, ob wir das tun sollen. Also mit dem Teil hier warte ich auf jeden Fall, bis wir den Speer haben. Ja, und die beste Rüstung haben wir auch noch nicht. Das heißt, mit dem Zeug warte ich ganz einfach auch noch. Und warte mal, hier war noch was. Abgesehen von dem Knochenhaufen? Doch nicht. Dann decken wir das Teil mal auf. Hoppla, hoppla, hoppla. Na nü. Erstmal du. Und jetzt schützender, einfacher Beinwickel. Warte mal, wie geht das? 12. Kältewiderstand, Energie. Brauchen wir nicht. Ein bisschen Gold können wir immer brauchen. Und nochmal Beinwickel. Nee, brauchen wir das recht nicht. Den schmeißen wir weg, weil der braucht Platz im Inventar. Der andere natürlich auch, aber den können wir ja vielleicht verkaufen. Ich weiß es noch nicht. Hoppla, jetzt sieht man nichts. So. Besser. Wow. Ja, ja, ist ja recht, ist ja recht. Jetzt halt so süß. So süß. So, hier haben wir noch einen Knochen. Was bist du denn? Diebischer Eurynomus. Pandalus. Alter. Wow, du bist ja einer. Ach du Scheiße. Aber wir kriegen ihn, gell? Ja, wir kriegen ihn. Wir haben ihn. Geil. Halskette für die Mitgift. Ach, er hat die Mitgift geklaut. Das wusste ich gar nicht mal. Gold. Jod. Die ist auch nichts wert, oder? Nee. Da lange was? Halt. Energietrank. Und die Halskette. Sehr gut. Die müssen wir jetzt wahrscheinlich noch abbringen. Aufgabengegenstand werden wir also auch nicht verkaufen können. Wollen wir natürlich auch gar nicht. Eine Truhe bei einem netten Herren, der schon bessere Tage hinter sich hatte. Verstärkter Kampfhelm, der ist gar nicht mal schlecht. Den können wir einfach mal aufgeben und gucken, ob wir den verkaufen können. Stirnkranz, ja. Aber weißt du, ich habe gern die Verteidigungsqualität. Ich weiß zwar nicht, wie viel die uns bringt, aber naja, eben weil ich es nicht weiß, mache ich es halt. So, hier geht's doch auch noch wo lang? Nö. Nö. Was war das denn? Hatten wir den schon? Gesundheitsregeneration! Nice! Den will ich tragen! Hahaha! So. Weiter geht's in der Höhle mit den Fledermäusen und den Eurynomussen. Die alten Knochen, ja, Nager. Gehen wir an meine alten Knochen, das gibt's ja nicht. Ne, Truhe. Ein Gesundheitstrank, Stirnkranz. Alter, was hier Stirnkränze rumflacken. Nö, der kann gar nichts. Barbarenschild, nee, das kann eh nichts, komm. Mach keinen Scheiß, alter Putzi. Bla 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 bla. Knochenhaufen, los. Yeah, Gold und alles. Armschleifen, warte mal. Gesundheitstrank, Gold. Hebt das jetzt auf. Halt. Halt, halt, halt. Kampfhelm. Was? Armschienen,
Nö. Einfach nö. Was war da noch? Stirngrenze, ich glaube, den hatten wir schon. Kampfhelm, Armschienen. Ich weiß es doch nicht. Aber sonst war da gar nichts mehr. Dann treten wir wieder den Rückweg an. Einfach weil. Damit der Gute, ich weiß gar nicht mehr wie er heißt, zu seiner Mitgift wiederkommt. Damit sein kleines Töchterchen heiraten kann. Wir wollen hier nicht eine arme Jungfer ihre Hochzeit entziehen. Nein, nein. So, jetzt. Ach, Theages, natürlich. Die Halskette. Ach, möge die Gattin Hera dich segnen. Ja, möge sie es. Los und Geld. Nee. Essenz des goldenen Vlieses. Das goldene Vlies, das Jason und seine Argonauten suchten, soll angeblich gewaltige Mächte und große Schönheit wahren. Kann nur Torsor-Rüstungen verzaubern. -5 Energiekosten, die brauchen wir. Die Energie brauchen wir eh nicht. Weil ich gar nicht weiß, wie ich die einsetze. Kann ich vielleicht mal. Fähigkeit. Aha. Aha. Auf. Aha. Ah. Aber viel wird das auch nicht helfen. War jetzt hier noch irgendwie eine Abzweigung oder ein Weg oder. Nö. Hier ist nur die Höhle und da unten war auch nichts mehr. Wenn ich mich recht entsinnen tue. Nö. Gut. Dann geht's weiter Richtung Sparta, hoffe ich mal. Jetzt mal gucken, ob das mit dem Zielen hier klappt. Wenn mal wieder. Oh. Lauf doch nicht weg, du. Nö, Steuerung macht einfach gar nichts. Ach, was weiß ich. Ich kämpfe einfach so weiter, wie ich es gewohnt bin, weil es einfach ist, weil es funktioniert ganz einfach. So, lasst ihr denn irgendwas fallen? Nö. Aber ihr vielleicht. So, so, so und so. Nee, und so. Und so. Gesplitterter Jagdspeer, Barbarenschild, was zum Essen. Nee, nee, nee. Nö, gar nichts, nö. Einfach nö. Huch, eine Quest. Parmenides, ein Wandersmann. Erstmal zum Brunnen der Wiedergeburt. Und baden. Juhu! Platsch, 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 platsch. Reden wir doch mal mit diesem Parmenides. Hallo, Herr Wandersmann. Das spartanische Heer. Ja, du findest es an dieser Straße. Sie haben dort ein Kriegslager aufgeschlagen. Das ist ja super. War das jetzt irgendwie kein Quest-Hinweis oder sowas? Aber wir sind offenbar bald in Sparta. Oder nur Straße nach Sparta. Na, sieh mal einer an. Und gleich mal ein paar Schrullen, die auf uns warten. Na, ist ja super. Sparta ist mir richtig sympathisch. Also, sogar nicht in Klammern. Ach, na los, was wollt ihr denn? Ach, jetzt ist sie immer noch nicht tot, verdammt. Verdammt, lauf. Und immer noch nicht tot, das gibt's doch nicht. Oh, jetzt kommt auch noch eine Arskrähe. Mami. Ja gut, mit der kommen wir ja klar. Hoffe ich mal. Alter, Alter, Alter. Immer schön weglaufen. Ja, jetzt kriegen wir sie. Da haben wir sie schon. Wonderfully. Mr. Freeman.
So, haben die was gedroppt? Natürlich nichts. Das sind die unnützesten Viecher auf dem ganzen Planeten. Ist ja der Horror. Yo, ein Wildschwein. Hey, Abwechslung. Scheiße. Alter. Alter, ich schlürfe jetzt lieber doch einen Trank. Verdammt, ich habe den verkehrten auch noch getrunken. Also den Energietrank. Weil ich immer mit meinen fetten... mit meinen fetten Wurstfingern auf die 9 und die 0 gleichzeitig kommen. Das ist doch grauenvoll. So, geht's da hinten noch wohin? Oder nicht? Oder ja? Ja. Oh ne, Leute. Das gibt's doch nicht. Ja, gib Ruhe. Du alte Scharpie. Oh, Scharpie. Gut. Und noch eine. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? 3, 2, 1. Scheiße. Alter, rennen, Buch. Rennen. Und immer schön aus der Ferne. Ja, toll, das war ja super Ferne. Verdammt. Nein! Wie sie mit den Flügeln schlägt. Kriegen wir es hin. Wir haben es. Sehr schön. Du noch. Ja, mit dir. Nein! What? Alter, da holt er gleich seine ganze Kompanie, ey. Was? Scheiße! Bah! Weg! Scheiße! Ich saufe jetzt doch einen Trank. Verdammt, ich will das doch immer vermeiden mit den Tränken, ey. Damn it! Was ist denn da los? Wieso machen die auch so viel Damage? Was geht denn vor sich? Jetzt ist schon wieder ein ganzer Trank weg wegen eins und einem Wildschwein, ey. Ah, das ist doch Wahnsinn. Boah, Alter. Jetzt holt er bestimmt wieder seine Freude, nehme ich mal, aber... Ah! Nein, ich will nicht sterben, Mami. Hä, kommt mir das nur so vor oder werden die Wildschweine einfach stärker? Weil die haben wir doch letztens noch mit ein paar Schlägen niederbekommen. Alter Finne. Die Straße nach Sparta, ja. Ob die uns noch zum Verhängnis wird? Ich glaub's ja nicht. Was? Alter! Erweckter Untote. Ach nee, erweckter Toter. Alter. Ein Hoplit. Was ist das denn, ey? Wow. Brustpanzer. Beindings. Großhelm. Noch mehr kannst du nicht halten. Jo, ist gut. Nee. Oh. Aber Bewegung? Nee. Jetzt mal. Warte mal. 12 bis 25, 17 bis 31. Die Wahl fällt ja schwer.